Willkommen beim Report. Wellenbrecher gesucht, hilft nur mehr ein Lockdown? Justiz in der Schusslinie, live dazu Ministerin Alma Sadic. Und aufgedeckt, wie illegaler Müll aus Oberösterreich in Polen gelandet ist. Corona und kein Ende. Diesen Report hätten wir gerne anders begonnen, aber zu viele Fragen sind derzeit offen. Wie die wohl wichtigste, hilft nur mehr ein Lockdown? Daher bemühen wir uns gleich um Antworten. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Einmal mehr zeigt die Pandemie, wie schnell Politikeraussagen überholt sind. Denn auch für die Geimpften ist die Pandemie leider noch nicht vorbei. Können die seit gestern geltenden 2G-Regeln, also Zutrittsverbote für Ungeimpfte, das Ruder noch herumreißen oder braucht es wieder einen Lockdown, insbesondere in Bundesländern mit Rekordinzidenz? Sophie Christine Hausberger und Helga Lazar liefern uns die Antworten. Entschuldigung. Ja, gerne. Hauptbahnhof Wien, gestern Vormittag. Das Sicherheitspersonal weist die Passanten auf die FFP2-Maskenpflicht hin. Die meisten halten sich daran, andere sind schnell einsichtig. Ein bisschen Probleme gibt es natürlich für Reisende, die vom Ausland kommen, die jetzt nicht hundertprozentig wissen, was jetzt in Österreich gerade ist, ob jetzt die FFP2-Maske oder der Mund- und Nasenschutz ist. Wir weisen sie darauf hin und sie nehmen das eigentlich relativ gut an. Seit Montag früh gilt die 2G-Regel in der Gastronomie. Geimpft oder genesen heißt es jetzt auch für diejenigen, die sich im Bahnhofsbereich hinsetzen, um schnell etwas zu essen. Der 2G-Nachweis wird kontrolliert. Das ist richtig ein Zwang, um die Leute zum Impfen zu bringen. Und ich finde das nicht sozial und auch nicht menschlich. Wir leben in einem Land, wo es frei ist zu wählen, was wir machen möchten und wie wir da handeln. Und wenn da kommt, okay, 2G, es dürfen nur mehr Geimpfte und Genesene rein, ist das schon eine Art von Diskriminierung. Ja. Und ich finde sogar, dass der Test so besser wäre. Weil wenn ich jetzt geimpft bin und keine Symptome habe, ich kann trotzdem eine fragende Person sein, aber ich weiß es nicht, weil ich einfach keine Symptome habe. Ich mache es anders. Wenn die Gegner krank wurden, Corona kriegen, dann sollen sie auch das zahlen, wenn sie im Krankenhaus sind pro Tag, weil das kostet 1000 Euro am Tag, hat mein Arzt gesagt. Das wäre richtig, dann lässt jeder impfen. Neben den Kontrollen werden Gäste hier auch registriert. Das kann Contact Tracern helfen, Infektionsketten nachzuvollziehen. Ja, Contact Tracing Salzburg, Mühlbauer, hallo. Grüß Gott, Sie können sich bestimmt vorstellen, warum ich Sie kontaktiere. Wir haben einen positiven Bescheid von Ihnen vorliegen. Der Anruf vom Contact Tracing Team in Salzburg ereilt diese Tage viele Menschen. Denn neben Oberösterreich sind auch die Zahlen in Salzburg extrem hoch. Glauben Sie, dass Sie wirklich vollständige Antworten bekommen, wenn es um die Kontaktnachverfolgung geht? Ich glaube, im Großen und Ganzen schon, aber natürlich wird sich auch einiges verschwiegen, weil natürlich keiner schuld sein möchte, wenn jetzt ein Bekannter, Verwandter in Quarantäne muss. Es macht uns halt die Arbeit nicht gerade leicht, wenn man dann fünf Nachbarn muss, haben sie eh keine Kontakte gehabt. In den Salzburger Schulen wurde das Contact Tracing letzte Woche bereits eingestellt. Nur mehr positiv getestete Lehrkräfte und Kinder werden abgesondert. Mögliche Infizierte sollen durch die regelmäßigen Tests in den Schulen gefunden werden. Doch auch generell gibt es beim Contact Tracing in Salzburg ein Umdenken. Also uns ist nicht mehr wichtig, jeden Fall perfekt bis zur letzten KP2, also zur letzten Kontaktperson 2, abarbeiten zu können, sondern uns ist viel wichtiger, die Positiven, die wirklich Erkrankten, jedenfalls in vernünftigen Zeitfenstern bearbeiten zu können und haben also einen sehr starken Fokus auf die Kontaktpersonen 1, um möglichst viele Infektionsketten unterbrechen zu können. Derzeit werden Geimpfte, die mit einem Corona-positiven Fall Kontakt haben, nicht in Quarantäne geschickt. Doch immer mehr stecken sich trotz Impfung an. Muss also auch über eine Quarantäne für Geimpfte nachgedacht werden? Ich denke, dass das möglicherweise einer der nächsten Schritte auch sein könnte. Natürlich muss uns aber klar sein, wenn man mal so wie Oberösterreich oder Salzburg knapp vor 1007-Tage-Inzidenz steht, dann ist irgendwann jedes Contact-Tracing eigentlich nicht mehr zum Ziel zu führen. Die Zahlen in Österreich eskalieren. Viele fragen sich, ob die neuen Maßnahmen wie 2G nicht schon wieder zu spät sind. Als Indikator für weitere Verschärfungen gilt die Belegung auf den Intensivstationen.
Den Salzburger Infektiologen sorgt allerdings die gesamte Situation in den Spitälern. Erstens ist nach wie vor die Zielgröße Intensivstation eine nicht relevante Größe. Und zwar deswegen, weil wir viel, viel früher mit den konventionellen Betten, in denen noch einmal schwer und schwerstkranke Patienten liegen, auslaufen. Man muss sich vorstellen, der geringste Teil von Patienten, die in einer Krankenanstalt verstirbt, und immerhin sterben 80% aller Menschen in einer Krankenanstalt, stirbt definitiv nicht auf einer Intensivstation. Das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit von Patienten in Wirklichkeit. Das heißt, wir haben die Schwer- und Schwerstkranken quantitativ ganz woanders liegen als auf einer Intensivstation. Seit Sommer steigt auch die Zahl der Erkrankten, die vollständig geimpft sind. Innerhalb der vergangenen 4 Wochen betrug der Anteil der Impfdurchbrüche an den symptomatischen Fällen fast 41%. Wenn mehr Leute geimpft sind, steigt auch automatisch ihr Anteil an den Infizierten. Gleichzeitig scheint die Schutzwirkung der Impfung abzunehmen, vor allem bei Älteren. Das zeigt sich auch in den Spitälern. Auch dort liegen immer mehr Geimpfte. Bei der AGES, der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, vermisst der leitende Mediziner, dass er auch nach 1,5 Jahren Pandemie keine Daten über geimpfte Spitalspatienten bekommt. Es wäre leichter, mit verknüpften Daten Impfkampagnen anzupassen. Für uns als AGES ist es natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir nur so das Risiko bestimmen können, für Geimpfte und für Ungeimpfte schwer zu erkranken bzw. Hospitalisiert zu werden bzw. auf einer Intensivstation zu landen. Aber wir wissen auch, es gibt dann fast immer zeitgleich dann einen Aufschrei, wenn man so möchte, von den Datenschützern, dass das sicherlich alles nicht so einfach ist und nicht so einfach geht. Aber manchmal hat man den Eindruck, es muss erst der Leidensdruck entsprechend groß sein, dass tatsächlich dann die entsprechenden Aktionen gesetzt werden. Kritik an der Intransparenz. Aber noch wichtiger ist für die Mediziner, jetzt rasch zu handeln. Ein Appell an den Gesundheitsminister. Er muss dafür Parameter auf die Beine stellen, wo er innerhalb von Tagen feststellt, ob die Geschwindigkeit dafür ausreichend ist, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Und wenn diese Parameter überschritten sind, noch einmal, da dreht es sich in Wirklichkeit um Tage und nicht um Wochen, dann muss eine kontaktbeschränkende Entscheidung getroffen werden. Und auch dafür sollte der Gesundheitsminister vorlegen, ab wann er das zu entscheiden gedenkt. Also Sie sprechen da jetzt wirklich von wieder einem Lockdown oder einem lokalen Lockdown? Ja, selbstverständlicherweise steht das bis zu einem gewissen Grad im Raum. Wie vielerorts in Österreich starten auch gerade im Wiener Museumsquartier die Christkindlmärkte. Ob hier aber wirklich Adventsstimmung aufkommen wird, hängt davon ab, ob die Maßnahmen in den nächsten Tagen greifen. Aber nicht nur Corona, sondern auch die Chats aus den Ermittlungsakten der Justiz beschäftigen derzeit die Politik. Und das folgenreich. Heute Abend, genau vor einem Monat, trat Sebastian Kurz deshalb als Bundeskanzler zurück. Seitdem kommt auch die zuständige Ermittlungsbehörde, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, nicht aus den Schlagzeilen, sprich der ÖVP-Schusslinie. Politisches Manöver oder berechtigte Kritik? Was sagt dazu Justizministerin Alma Sadic von den Grünen? Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Ministerin, wir wollen gleich live darüber sprechen. Zuvor verschaffen uns Stefan Daubauer und Martin Busch einen Überblick. Freispruch für Christian Pilnacek. Dem suspendierten Justizsektionschef wurde vorgeworfen, das Amtsgeheimnis gebrochen zu haben. Laut Richterin habe er zwar ein Geheimnis verraten, er wollte aber einen Missstand aufdecken. Die Staatsanwaltschaft geht in die Berufung. Erfolg auch für ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel. Die Anzeigen wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss werden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft niedergelegt und nicht weiter verfolgt. Und auch die Ermittlungen gegen den früheren ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger werden eingestellt. Ihm wurde vorgeworfen, einen Privatklinikbetreiber ermuntert zu haben, an die ÖVP zu spenden. Für die ÖVP rücken gleich 2 Minister aus, um, fast wortident und unaufgefordert, dem ehemaligen Finanzminister den Rücken zu stärken. Ich kenne ihn aus meiner Zeit aus Niederösterreich. Auch aus meiner früheren Tätigkeit als Generalsekretär. Ich
bitte an dieser Stelle eindringlich niemals zu vergessen, welch belastende Situation das für einen Menschen ist. Ich glaube, man muss sich einfach vorstellen, was das für die Menschen selbst bedeutet. Und dann am Ende des Tages davon nichts übrig bleibt, außer ein Reputationsverlust. Welchen Reputationsverlust die selbst auch haben. Doch noch ist für die ÖVP nicht alles ausgestanden. Gegen zahlreiche Politiker wird noch ermittelt. Bei Löger geht es noch um die Bestellung des Casino-Vorstandes. Christian Pilnacek ist wegen des mutmaßlichen Verrats einer Hausdurchsuchung im Visier der Korruptionsermittler. Gegen Gernot Blümel wird wegen Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit einer möglichen Spende an die ÖVP ermittelt. Noch vollkommen offen sind die Verfahren gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Die Vorwürfe, falsche Zeugenaussage, Bestechlichkeit und Untreue. Auslöser der Ermittlungen waren Zufallsfunde, kritisiert der ÖVP-Parteianwalt. Chats, Mails, Kalendereinträge, die von den Korruptionsermittlern auf beschlagnahmten Handys gefunden wurden. Eine wesentliche Kritik ist, dass es einen Akt gibt, der sich im Wesentlichen um Casino-Personalbestellungen dreht. Und parallel dazu werden ständig Kapazitäten, umfangreiche Kapazitäten, hunderte Seiten werden hier erstellt, für sogenannte Zufallsfunde verwendet. Und in der Hauptsache stellt man sich die Frage, was ist da eigentlich im letzten Jahr passiert? Und das scheint mir sehr wohl ein Problem zu sein, worauf sich die Fachaufsicht und das Ministerium konzentrieren müsste. Bei den Zufallsfunden geht es aber um teils schwerwiegende Verdachtsfälle, etwa Bestechlichkeit in der Inseratenaffäre, Untreue und Korruption. Laut der Sprecherin der Staatsanwälte hätten die Korruptionsankläger deshalb ermitteln müssen. Wenn wir hier auch Zufallsfunde finden, können wir nicht aussuchen, ob wir diese Zufallsfunde verfolgen oder ob die Staatsanwaltschaft eben sagt, diese Zufallsfunde werden nicht verfolgt. Wenn Sie einen Anfangsverdacht nach der Strafprozessordnung begründen, dann ist die Staatsanwaltschaft von Gesetzes wegen verpflichtet, diesem Anfangsverdacht auch nachzugehen. Hunderte Seiten Akten sind mittlerweile öffentlich. Kritik gibt es auch intern. Die Justizrechtsschutzbeauftragte fordert, das Monsterverfahren aufzuteilen. Für sie wurden mit der Hausdurchsuchung bei der Zeitung Österreich rote Linien überschritten. Die ÖVP sieht sich bestätigt und will über parlamentarische Anfragen Antworten von der Ministerin. Ich glaube, was die gesamte Justiz lernen muss, und wahrscheinlich braucht sie da auch eine entsprechende Unterstützung der Justizministerin, dass die Ordnung so gegeben ist, dass die Verfahren rasch abgehandelt werden können, dass auch die nötigen Unterstützungen die Justiz bekommt, dass solche Dinge nicht 5 Monate brauchen, bis sie erledigt werden, sondern dass das in kürzester Zeit passiert. Einzelne Staatsanwälte sind in den vergangenen Monaten massiv von der ÖVP und ihnen nahestehenden Medien angegriffen worden. Die Opposition und die Justiz fordern jetzt mehr Rückhalt für die Ermittler ein. Auch die Öffentlichkeitsarbeit sollte offensiver werden. Konkret fordern wir von der Frau Ministerin hier einen Justizschutzbeauftragten oder eine Abteilung im Justizministerium, die dafür sorgt, dass der Mitarbeiterschutz gewährleistet wird, der den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin unterstützt, wenn es öffentliche Angriffe gibt, der Klarstellungen in der Öffentlichkeit da wahrnehmen kann, der vielleicht Anzeigen beim Presserat erstatten kann und der insgesamt dafür zuständig ist, schnell und unkompliziert, unbürokratisch bei Angriffen zu helfen. Ich denke, Alma Sadic gibt jeden Tag der ÖVP nach, wo die WKStA nicht die ausreichenden Ressourcen für das Ibiza-Verfahren hat. Das heißt, ganz banal, einfach nur ein paar Sachbearbeiter mehr, indem sie die unsachlichen Angriffe der ÖVP, sei es durch Hanger und andere, nicht sofort kontert, seien sie strukturell oder ad personam gegen Staatsanwälte. Und hier hat sie einfach viel mutiger zu sein, weil sie hat, unseren Rechtsstaat zu verteidigen und nicht die ÖVP zu schützen. Juristisch gibt es für die ÖVP derzeit eine kleine Verschnaufpause. Doch spätestens mit Beginn des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses werden die Wogen wieder hochgehen. Eine weitere Belastungsprobe für die Koalition. Und zu all diesen Fragen ist jetzt Justizministerin Alma Sadic live im Studio. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Ministerin, Sie waren in letzter Zeit sehr schweigsam, zu schweigsam, sagen selbst die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die sich nicht ausreichend von Ihnen verteidigt fühlen und daher einen eigenen Beauftragten, eine Beauftragte fordern. Warum waren Sie und sind Sie so zurückhaltend? Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Zum einen werde ich als Justizministerin nicht der staatsanwaltschaftliche
Verfahren kommentieren, das habe ich immer schon gesagt und daher habe ich auch in den letzten Wochen mich bewusst zurückgehalten. Aber dort, wo es Angriffe gegen die Staatsanwaltschaften gibt oder einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaften, habe ich mich nicht immer schützend vor die Staatsanwaltschaften gestellt. Aber es reicht offenbar nicht. Auch deswegen, um die Staatsanwaltschaft in Ruhe ermitteln zu lassen, ohne politische Zurufe. Und ja, ich verstehe, ich kann und werde auch nicht jede Aussage oder jede Aussage eines Parteifunktionärs aus der dritten Reihe kommentieren. Das werde ich nicht machen, aber ich trete gerne mit jedem in ein Zwiegespräch und kann auch die Lage erklären. Also aus Ihrer Sicht braucht es keine eigene Justizschutzbeauftragte oder einen Beauftragten? Ich halte die Vorschläge für sehr spannend. Die Staatsanwaltschaftsvereinigung ist an mich herangetreten und ich werde über diese Vorschläge selbstverständlich diskutieren. Ein interessanter Punkt ist aufgekommen, nämlich, dass es auch mehr Kommunikation nach außen seitens der Staatsanwaltschaft braucht und dass da auch meine Unterstützung gefordert ist. Und genau das habe ich auch gemacht in den Budgetverhandlungen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir auch mehr Medienkommunikatoren haben, die gerade der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt werden. Aber die hat es in letzter Zeit nicht gegeben, diese Kommunikation vor allem von Ihnen. Denn es gibt ja nicht nur Kritik von politischer Seite, insbesondere ist das hier die ÖVP, sondern aus der Justiz selbst, von der Rechtsschutzbeauftragten Gabriele Eicher. Und ihre Vorwürfe wiegen sehr schwer. Sie sagt, hier ist eine rote Linie des Rechtsstaates von der Staatsanwaltschaft selbst überschritten worden. Die Razzia bei der Mediengruppe Österreich sei rechtswidrig. Und Zitat, hier werden rechtsstaatliche Grenzen verschoben. Das ist massive Kritik an der Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, für die Sie letztendlich ja verantwortlich sind. Was antworten Sie da? Ich glaube, das sieht man auch anhand dieses Beispiels sehr schön, dass die Justiz auch interne Kontrollsysteme hat. Nämlich auch eine Rechtsschutzbeauftragte, die Rechte der Beschuldigten wahrnimmt und auch dort, wo sie sieht, dass da vielleicht ein Missstand ist, auch eine Beschwerde erhebt. Sie hat eine Beschwerde erhoben, die WKStA hat daraufhin eine Stellungnahme verfasst und jetzt wird das Ganze vom Oberlandesgericht, von der unabhängigen Gerichtsbarkeit auch entschieden. Das heißt, Sie sehen, es gibt zahlreiche Kontrollsysteme. Die Staatsanwaltschaft kann nicht einfach so etwas entscheiden und die Beschuldigten haben selbstverständlich auch Rechte, sich, wenn sie sich beschwert fühlen, auch dagegen zu beschweren. Und es gibt interne Justizkontrollsysteme, wie zum Beispiel die Rechtsschutzbeauftragte, die hier die Rechte der Beschuldigten wahrt und für sie auch eine Beschwerde erhebt. Und ich finde es ganz gut und richtig, dass sie auch eine Entscheidung vom Oberlandesgericht verlangt wird, damit auch vielleicht eine öffentliche Kritik, die gekommen ist und die auch immer wieder medial hochkommt, damit man auch hier Klarstellung durch ein Gericht hat. Gut, medial, weil Sie es ansprechen, ist das Bild verheerend, justizintern. Ja? Als Außenstehender schaut man da nicht durch, wer hat jetzt recht, die WKStA oder die Rechtsschutzbeauftragte. Sie haben diese 13 Seiten bestimmt gelesen, sind die Letztverantwortliche. Halten Sie diese Kritik für berechtigt oder arbeitet die WKStA tadellos? Also die Rechtsschutzbeauftragte, vielleicht auch noch einmal auf das zurückzukommen. Der Rechtsstaat, also ich als Politikerin, werde nicht darüber entscheiden, ob die WKStA richtig oder falsch gehandelt hat, sondern ganz im Gegenteil, wir haben hier interne Kontrollsysteme. Wenn die Staatsanwaltschaft eine Anklage erheben möchte beispielsweise, dann geht das an die Oberstaatsanwaltschaft, die darüber schaut, dann geht es an die Sektion im Ministerium, die darüber schaut, an den Weisungsrat und dort wird entschieden beispielsweise, wird eine Anklage erhoben oder wird keine Anklage erhoben. Im Falle der Ermittlungshandlung, die getätigt wurde, gibt es eine Rechtsschutzbeauftragte, die sich das Ganze nochmal anschauen kann. Das heißt, wir haben hier einen funktionierenden Rechtsstaat mit ganz vielen Kontrollmechanismen und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir auch eine aktive Rechtsschutzbeauftragte haben, die diese Rechte auch wahrnimmt. Das haben Sie uns jetzt mehrfach erklärt, das verstehen wir auch. Die Frage ist nur, Sie warten natürlich jetzt die Entscheidung des Oberlandesgerichtes ab, aber die Frage, die sich ja stellt, dieser Eindruck nach außen ist ja, dass es auch justizintern hier Kritik gibt bzw. Gegenkritik. Und Sie selbst haben ja Handlungsbedarf gesehen, denn die Aufsicht wurde von der Oberstaatsanwaltschaft Wien nur nach Innsbruck verlagert und die ist jetzt zuständig für die Kontrolle der WKStA. Das ist ja auch ein Eingeständnis, dass justizintern bei Ihnen nicht alles rund läuft. Also wir haben ja, seitdem ich im Amt bin, haben wir ja einige Missstände übernommen. Und da habe ich ja immer wieder auch das medial auch gesagt, ja, wir müssen hier handeln. Es gab einen Untersuchungsausschuss und da hat der Bericht des Verfahrensrichters ganz klar aufgezeigt,
dass es vielleicht sinnvoll und angebracht wäre, gerade in diesem Verfahren, weil es laufende Strafverfahren und laufende Dienstrechtsverfahren gegen einen leitenden Oberstaatsanwalt gibt, dass man hier sich überlegt, ob man nicht die Fachaufsicht, nämlich die Oberstaatsanwaltschaft, nämlich die Fachaufsicht über das Ibiza-Verfahren an eine andere Oberstaatsanwaltschaft gibt. Und das ist justizintern besprochen worden. Da waren sich alle Beteiligten einig, dass das absolut sinnvoll wäre, auch aufgrund der Empfehlung des Verfahrensrichters im Untersuchungsausschuss. Und das haben wir gemacht. Und ich glaube, dass es eigentlich im Sinne der Effizienz und der effizienten Führung des Verfahrens auch sinnvoll ist. Effizienz ist das Stichwort, die ÖVP kritisiert und deren Spitzenvertreter, viele sind ja als Beschuldigte geführt, allen voran Sebastian Kurz, dass dieser Ibiza-Komplex einfach zu groß ist. Das wird als ein Akt geführt. Es gibt mittlerweile mehrere Stränge, 27. Beschuldigte. Ganz konkrete Frage bitte und Antwort. Soll das Verfahren geteilt werden? Ich ermittle nicht in dem Verfahren. Es gibt die zuständigen Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die hier ermitteln und die auch gute Gründe dafür haben, dass bis jetzt die Sachen sehr zusammenhängend auch behandelt wurden, weil ja letzten Endes viele dieser Dinge zusammenhängen und vielleicht auch ihren Ursprung in gewissen Chats-Auswertungen haben. Es wäre absolut unverständlich, wenn die Staatsanwaltschaft, wenn sie auf gewisse Hinweise draufkommt, wo es vielleicht das ein oder andere Verbrechen gab, wenn sie dem nicht nachgehen würde. Gut, wollen Sie sich nicht festlegen? Da gibt es dann natürlich viele Verfahrensbeteiligte und immer wieder die Frage, und jetzt kommen wir zur politischen Tangente, wie kommen diese Chats, diese Nachrichten an die Öffentlichkeit? Das war ja auch dann schlussendlich ein oder der Grund für den Rücktritt von Sebastian Kurz. Sie als Justizministerin, sagen Sie, das hält ein Rechtsstaat aus, auch auf die Gefahr hin, dass es Vorverurteilungen gibt? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin auch nicht froh darüber, dass jeder Ermittlungsschritt gleich auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Aber Sie könnten das ja abstellen, Frau Ministerin. Und Teile in der Öffentlichkeit auch landen. Und ich kann es auch deswegen nicht abstellen, weil in diesem Verfahren gibt es auch Beschuldigte und deren Anwälte, die auch jederzeit Akteneinsicht haben. Und das ist ein Beschuldigtenrecht und das kann man diesen Beschuldigten auch nicht verwehren, dass auch Akteneinsicht geschieht. Und das wird auch sehr regelmäßig gemacht. Und das sind in diesem Verfahren auch sehr, sehr viele Beschuldigte, die auch teils unterschiedliche Interessen verfolgen. Und man darf auch nicht vergessen, es war in diesem Zusammenhang auch ein Untersuchungsausschuss, wo die Justiz auch gefordert war, Aktenteile an den Untersuchungsausschuss zu übermitteln. Aber natürlich könnten Sie es erschweren, Frau Ministerin, nämlich Wasserzeichen auf Akten. Ja, man kann in Deutschland das unter Strafe stellen. Dort dürfen nämlich Akten nicht zitiert werden oder daraus, bevor es eine öffentliche Verhandlung gibt. Also Ihnen sind ja nicht nur die Hände gebunden. Sie haben vollkommen recht. Ich habe mich auch mit der deutschen Justizministerin über dieses Verbot unterhalten. Und sie hat mir gesagt, das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Dieses Verbot ist nicht greifbar. Das ist de facto totes Recht. Aber was man sehr wohl tun kann, ist nämlich eine Volldigitalisierung der Justiz und der staatsanwaltschaftlichen Akte. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin vor 2 Jahren in dieses Amt getreten, habe massiv aufgestockt im Bereich der Digitalisierung. Und wir werden bis 1. Quartal des nächsten Jahres die gesamten Staatsanwaltschaften inklusive der WKStR voll digitalisiert haben. Und da wird es genau das geben, was Sie ansprechen, nämlich diese Wasserzeichen. Und da kann man auch sehen, welcher Anwalt welche Akten wo weitergegeben hat, sind die aus der Justiz gekommen oder aufgrund der Akteneinsicht. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist und den werden wir setzen. Darauf warten wir noch. Ich bitte nur mal etwas kürzere Antworten, ich habe noch einige Fragen. Wir kennen mittlerweile das mittlerweile berühmteste Handy Österreichs, jenes von Thomas Schmidt. Und das ist auch der Grund, dass dort immer wieder Chats ausgelesen werden, sogenannte Zufallsfunde, die zu weiteren Ermittlungen führen. Jetzt ist nicht nur die ÖVP der Ansicht, das sollte geändert werden, sondern auch führende Strafrechtsprofessorinnen wie Ingeborg Zerbes, die sagt, die Strafprozessordnung gehört hier geändert. Daher kurze Frage an Sie, sind Sie für eine Änderung? Juristisch ist das alles nicht so einfach. Wichtig ist also zweierlei. Sie haben Zufallsfunde angesprochen. Es wäre sehr seltsam, wenn man Hinweise auf Verbrechen findet, dass die Staatsanwaltschaft diesen Hinweisen nicht nachgeht und auch nicht anfängt zu ermitteln, um zu schauen, lassen sich diese Hinweise entkräften oder eben nicht. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist, wie ist das mit der Sicherstellung des Handys? Und ja, wenn dieses Handy sichergestellt wird, kann man, wenn man das Gefühl hat, die Staatsanwaltschaft hat das zu Unrecht sichergestellt, immer einen Antrag beim Haft- und Rechtsschutzrichter stellen, um das
zu eruieren. Also insofern ist hier der Rechtsschutz sehr wohl gegeben. Also Rechtsmittel einlegen, sagen Sie. Zur Abschlussfrage, Frau Ministerin. Sie stehen jetzt an der Weisungsspitze der Staatsanwaltschaften. Das soll sich ja ändern durch einen politisch unabhängigen und weisungsungebundenen Bundesstaatsanwalt. Da wissen wir, es gibt jetzt einen ersten Zwischenbericht. Die Frage an Sie, soll das künftig eine Person sein, die Ihre Expertinnen und Experten vorschlagen oder mehrere, ein Senat? Also ich habe eine Expertinnengruppe im Justizministerium einberufen. Die werden morgen auch einen Zwischenbericht an die Klubobleute im Parlament schicken, damit diese auch diskutiert wird. Und ja, dort ist auch vorgesehen, dass es eine Person gibt, einen Bundesstaatsanwalt, der auch entpolitisiert ist, nicht von den politischen Parteien bestellt werden soll, sondern da ist auch eine unabhängige Bestellung vorgesehen. Unabhängige Bestellung durch den Bundespräsidenten, nehme ich an? In dem Fall ist der Bundespräsident derjenige, der die Bestellung auch vornehmen sollte. Als eigenes Organ wie die Volksanwaltschaft oder bei Ihnen im Justizministerium künftig? Wie gesagt, das ist nur ein Zwischenbericht. Es sind einige Fragen geklärt, aber es sind viele Fragen noch offen. Mir ist wichtig, wenn wir mal eine Etappe abgeschlossen haben, dass wir das gemeinsam diskutieren. Denn es handelt sich um eine große Justizreform und da dürfen keine Fehler passieren. Gut, da gibt es viel Diskussionsbedarf. Wir wollen gleich weitersprechen, nämlich über eine ganz andere Frage an diesem besonderen Abend, dem 9. November. Mittlerweile ist es nämlich 83 Jahre her, dass in dieser Nacht auf den 10. November die jüdische Bevölkerung verfolgt und ermordet wurde. Ihre Häuser verwüstet und Synagogen angezündet wurden. Inhaftiert und ermordet wurden aber auch homosexuelle Menschen, wie der damals erst 21 Jahre alte Franz Doms. Eines der vielen vergessenen Opfer der NS-Justiz. Und mein Kollege Jürgen Bettinger hat sein Schicksal in diesem Buch hier festgehalten und schildert uns sogleich die Lebensgeschichte von Franz, schwul unterm Hakenkreuz, ausführlich. Tausende Geschichten lagern in den Archiven, die niemals erzählt wurden. Ausgegrenzt, weggesperrt, ermordet und vergessen. Wie der Fall des jungen Franz Doms im Wiener Stadt- und Landesarchiv. In seinem Akt heißt es, Zitat, 7. Februar 1944. Um 18.41 Uhr wird Franz Doms vorgeführt. Jetzt kostet es mich das Leben. Ich muss mit 21 Jahren sterben für Sachen, die ich nicht begangen habe. Franz Doms wird zum Tode verurteilt und ermordet, weil er sich nicht verstellen wollte. Er hat sein kurzes Leben trotz aller Gefahren einfach gelebt. Der Historiker Andreas Brunner kämpft seit Jahrzehnten gegen das Vergessen. Er hat eigens ein Zentrum für queere Geschichte gegründet, um die Verfolgungs- und Diskriminierungsgeschichte aufzuarbeiten. Der ehemalige Hinrichtungsraum im Landesgericht Wien, in dem Franz Doms enthauptet wurde, ist heute eine Weihestätte. Gedacht zur Erinnerung an die Opfer. Ein unheimlicher Raum, leer, der Hall. Ja, hier stand die Guillotine, auf der Franz Doms exekutiert wurde. Da ist noch der Ausfluss zu sehen, durch den das Blut abfloss. Und hier die Namen von Hingerichteten in dieser Gedenkstätte jetzt. Aber ein Name fehlt, der von Franz Doms. Niemals vergessen, seid wachsam, heißt es heute. An Menschen wie Franz Doms erinnert bis heute nichts. 77 Jahre nach dessen Ermordung. Es ist generell so, dass die Opfer des nationalsozialistischen Regimes, vor allem auch die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, erst sehr spät vor den Vorhang geholt wurden. Und das Gleiche gilt natürlich jetzt für Homosexuelle. Wobei bei Homosexuellen ja noch das zusätzliche Problem war, dass sie ja auch nach dem Krieg noch bis Anfang der 70er Jahre strafrechtlich verfolgt wurden. Hätte Franz Doms überlebt, wäre er erst 2005 mit 83 Jahren überhaupt als NS-Opfer anerkannt worden. Mitte dieses Jahres, Franz Doms wäre 100 geworden, entschuldigt sich erstmals ein Mitglied einer österreichischen Bundesregierung öffentlich für die Diskriminierung und die Verfolgung queerer Menschen, auch in der Zweiten Republik. Ich möchte mein tief empfundenes Bedauern für das Leid und das Unrecht,
das ihnen widerfahren wurde, ausdrücken. Der Handelskai im 2. Wiener Gemeindebezirk. 1922 kommt Franz Doms hier zur Welt, wächst in einer Dienstwohnung in einem Arbeiterwohnhaus auf. Sein Vater ist bei der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Schon als Jugendlicher bekommt Franz Ausgrenzung und Hass zu spüren. Da oben im 3. Stock hat Franz Doms in einer Passenerwohnung gelebt, eigentlich sein ganzes Leben lang, mit den Eltern, mit der Schwester. Es waren sehr enge Wohnverhältnisse, auch der Hof ist ja sehr eng. Ständig ist man unter Beobachtung der Nachbarn, Nachbarinnen gestanden. Und die haben ihn ja schlussendlich auch denunziert. In den Akten der Nazis sind die Aussagen der Nachbarn genau notiert. Sie wollen einen Streit mit angehört haben. Im Verlauf dieser Streitereien habe ich schon gehört, dass ihm vorgeworfen wurde, er ist ein Warmer. Und es ist richtig, dass er sich mit Straßendirnen herumtreibt. Franz Doms genießt den schlechtesten Ruf im ganzen Haus. Die Mutter hat mich einmal ersucht, ich möge bei der Partei eine Anzeige erstatten, damit er fortkomme. Das Polizeigebäude an der Rossauerlände in Wien. Jahrzehntelang das Zentrum der staatlichen Verfolgung Homosexueller. Franz Doms und tausende andere wurden hinter diesen Mauern verhört, gefoltert und oft monatelang ohne Urteile weggesperrt. Wenn man einen gefasst hat, ja, und aus dem weitere Namen herauspressen kann, dann geht sozusagen das Ermittlungsverfahren auch weiter und entwickelt sich eben wie im Schneeballsystem zu einem Verfahren von einem zu 10, 15, 20 und wie bei Doms seit 18 involvierte Männer. All diese Männer wurden, wie es in den Akten heißt, ebenfalls noch am selben Tag festgenommen und ihrerseits verhört. Doms Franz gab bei weiterer Abhörung an, mit einem Kellner wurde festgestellt, dass dieser Mann mit dem Hotelangestellten Rudolf K. Personen Jahren mehrmals mit einem Mann wieder natürliche Unzug. K. wurde heute zum hiesigen Amt der Arbeit in seiner Wohnung festgenommen. Wurde um 17 Uhr festgenommen. Wurde um 16 Uhr festgenommen. Wurde um 7 Uhr festgenommen. Im Polizeigefängnis eingesetzt. Es gab keinen Kommen. Es gab praktisch keinen Kommen. Ja. Wer den NS-Terror überlebt hat, wurde danach weiterverfolgt. Oft von denselben Beamten und Richtern. Erst 1971 wurde das Totalverbot von Homosexualität abgeschafft. Franz Doms wäre da 50 Jahre alt gewesen. Heute, mit 100, dürfte er zwar einen anderen Mann heiraten, Blut spenden aber immer noch nicht. Und nach wie vor gibt es keinen bundesweiten Diskriminierungsschutz. Das heißt, wenn Sie in ein Geschäft gehen, was kaufen, dann können Sie dort rausgeschmissen werden und der Inhaber kann sagen, ich bediene keine Schwulen oder keine Lesben oder keine Bisexuellen oder solche Menschen, von denen ich glaube, dass sie sind. Genauso bei Vermietung von Hotelzimmern oder Pensionszimmern oder bei Taxifahrten, was immer wieder vorkommt, kann man rausgeschmissen werden, nicht mitgenommen werden und das ist völlig legal. Auch unter Türkis-Grün rechnet der Anwalt nicht mit einem Diskriminierungsverbot. Kaum eine Errungenschaft war jemals politischer Wille. Fast alles musste vor Höchstgerichten erkämpft werden. Wir erreichen den Politikwissenschaftler Michael Hunklinger in Los Angeles, wo er gerade forscht. Sein Spezialgebiet Queer Politics. Müssen wir wieder verstärkt wachsam sein? Absolut, ja. Also es ist so, dass es jetzt gerade, nachdem die Ehe für alle eingeführt worden ist, es so ist, dass sehr viele Menschen sagen, was wollt ihr eigentlich noch? Oder was sind eigentlich noch Themen? Es ist doch alles erreicht. Aber gerade das ist ein Trugschluss, weil es geht ganz klar darum, ja, das war ein wichtiger Schritt, eine wichtige rechtliche Angleichung, aber es gibt im Alltag nach wie vor sehr stark Diskriminierung und Ausgrenzung. Zurück zum Schicksal von Franz Doms. 1944 in Wien zum Tode verurteilt und umgebracht, wird sein Name zwar auch weiter nicht auf der Liste derer stehen, die niemals vergessen werden dürfen. Aber im Vorraum zur Hinrichtungsstätte soll er bald exemplarisch auch an die queeren Opfer der NS-Justiz erinnern. Die Aufarbeitung dieser Geschichten hat gerade erst begonnen. Für diese Gräueltaten, Frau Ministerin, und auch für die Diskriminierungen danach bis in die 70er Jahre haben Sie sich als erstes Regierungsmitglied als Justizministerin entschuldigt und auch Entschädigungszahlungen in Aussicht gestellt. Wann soll es die geben? Ja, es ist großes Leid passiert und
Die Entschuldigung war ein erster Schritt und natürlich wäre es sinnvoll, dass es hier Entschädigung gibt. Es sind nicht mehr viele, die am Leben sind, die dieses Unrecht erfahren haben. Und ja, eine Entschädigung kann niemals dieses Unrecht und dieses Leid wieder gut machen. Aber es wäre sinnvoll, dass es zumindest symbolisch auch kommt. Und daher unterstütze ich das und werde das selbstverständlich bei den nächsten Budgetverhandlungen auch verhandeln, weil es mir persönlich ein großes Anliegen ist. Schwebt Ihnen da ein bestimmtes Ausmaß vor? Das müssen wir uns noch anschauen. Also wir sind da auch im Austausch mit der LGBTIQ-Community und auch mit Expertinnen und Experten. Also berechnen wird man das nie können, aber dass man zumindest eine Entschädigungssumme für die Personen vorsieht, die heute noch leben, und das sind nicht nur viele. Da stellen Sie in Aussicht. Dann sage ich danke für das Interview. Vielen Dank. Ja, und wir wechseln das Thema und kommen zur nächsten großen Zukunftsfrage, dem Klima. Während derzeit bei der Weltklimakonferenz in Glasgow um Kompromisse gerungen wird, wollen wir uns gleich vor der Haustüre ansehen, was funktioniert und was offensichtlich nicht. Wie Recherchen meines Kollegen Yilmaz Gülen belegen, wurde Plastikmüll aus Oberösterreich offenbar illegal in Polen, mitten im Wald, gelagert. Es sind Bilder, die schockieren. Rund 2 Stunden von Polens Hauptstadt Warschau entfernt, liegen mitten im Wald Tonnen von Plastikmüll, unter anderem aus Österreich. Gemeinsam mit einem Aktivisten von Greenpeace sehen wir uns den Abfall genauer an. Wir können hier einiges finden. Ich sehe hier ein Spar-Logo, Café Krämer vom Spar. Ja, das ist definitiv aus Österreich. Deutsche Beschriftung, und hier steht geröstet in Österreich. Wir suchen weiter und finden jede Menge Produkte, die eindeutig Österreich zuzuordnen sind. Neben österreichischen Abfällen sieht man hier auch Müll aus Deutschland und Italien. Wie viel Müll hier genau liegt, das kann man nur schätzen. Was wir sagen können, ist, dass der Abfall zumindest über 3000 Quadratmeter im Wald verstreut liegt. Hinter diesem Müllberg geht der Wald weiter und dort liegt weiterer Abfall. Solche Deponien sind eindeutig illegal. In Österreich ebenso wie in Polen. Und das aus gutem Grund. Wir zeigen die Aufnahmen Stefan Saalhofer vom Institut für Abfallwirtschaft von der Universität für Bodenkultur. Für ihn steht fest, diese Form der Lagerung verursacht immense Umweltschäden. Die ungeordnete Deponie hat letztlich zur Folge, dass die Schadstoffe, die in den Materialien enthalten sind, freigesetzt werden und in Böden eingebracht werden, sich dort akkumulieren können, in Grundwasserkörper eingebracht werden und damit Trinkwasserressourcen gefährden. Ein Schaden, der kaum zu reparieren ist. Wie kann so etwas passieren? Bereits seit 2018 liegt der Müll hier, unmittelbar angrenzend am Firmengelände des polnischen Müllverarbeiters JDR. Nun zeigt erstmals ein Transportdokument, das Greenpeace dem Report zugespielt hat, den Absender. Es ist die Firma Energie AG Oberösterreich Umweltservice. Mehrheitlich im Eigentum des Landes. Die Energie AG hat den Müll an JDR verkauft. Auf der Homepage sagt das Unternehmen, Umweltschutz sei das oberste Gebot. Interview will man keines geben. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: Seitens der Energie AG Umweltservice wurden sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten. Mit der Weiterverwertung, Verbringung etc. des übernommenen Mülls in Polen hat die Energie AG Umweltservice nichts zu tun. Dies liegt ausschließlich in der Verantwortung der Firma JDR. So einfach dürfte es aber nicht sein. Das Umweltministerium ist zuständig für die Kontrolle von Müllexporten. Generell könne man sich nicht ohne weiteres auf den ausländischen Abnehmer ausreden. Meines Erachtens hat der Absender natürlich auch eine Verpflichtung, sich kundig zu machen, ob das wirklich zu einer Verwertung geht und das zu hinterfragen entsprechend. Es ist aber nachher letztlich Sache der Strafverfahren, hier die zu ermitteln, ob tatsächlich mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen worden ist oder nicht. Das ist immer im Einzelfall nachher zu überprüfen. Insgesamt rund 1000 Tonnen Abfall hat die Energie AG laut eigenen Angaben an JDR nach Polen verkauft. Polen ist ein häufiges Zielland von Müllexporten aus ganz Europa. Illegale Deponien sind keine Seltenheit. In der Vergangenheit wurden sie wiederholt unkontrolliert in Brand gesetzt.
Piotr Bartschak vom Europäischen Umweltbüro, einem Dachverband von Umweltorganisationen, verfolgt das Problem seit mehreren Jahren. Müll geht immer den billigsten Weg, weil die korrekte Behandlung Geld kostet. Polen ist leider ein sehr billiger Anbieter. Einerseits, weil die Arbeitskräfte weniger kosten, aber auch wegen niedrigerer Standards. Und wohl auch, weil Zulassungen flexibler gehandhabt werden. Klar ist auch, mit Müll lässt sich das große Geld verdienen. Das Umweltministerium führt seit einigen Monaten Schwerpunktkontrollen durch und findet immer wieder Übeltäter. Die Abfallwirtschaft ist ein großes Geschäft. Es sind da Milliarden drinnen, das ist keine Frage. Und in jedem Geschäft, wo große finanzielle Beträge im Hintergrund stehen, gibt es natürlich auch einen gewissen kriminellen Antrieb, Kosten zu sparen oder auch in Richtung illegale Entsorgung zu gehen. Das ist, glaube ich, in allen Lebensbereichen so und davor wird auch die Abfallwirtschaft nicht verschont. Im konkreten Fall hätte der Müll laut Transportdokument weiterverarbeitet und recycelt werden sollen. Greenpeace hegt Zweifel, ob die polnische Firma jemals dazu in der Lage war. Das im Vorfeld zu klären, sei jedenfalls die Aufgabe des Absenders aus Oberösterreich. Ich glaube, es ist ganz klar, wenn sich schon ein Unternehmen dafür entscheidet, dass es die billige Variante wählt und den Plastikmüll nicht in Österreich sachgerecht entsorgt, sondern eben in ein anderes Land bringt, um es dort zum Beispiel recyceln zu lassen, dann muss es schon auch die Verantwortung übernehmen und schauen, hat das Unternehmen, das dann vor Ort das auch macht, wirklich die Kapazitäten und die Kompetenz, das auch sachgerecht und umweltgerecht zu machen. Ich glaube, beim Beispiel in Polen sieht man, dass eigentlich dieses Unternehmen vor Ort diese Fähigkeit nicht hatte. Also unserer Einschätzung nach wäre es für dieses Unternehmen gar nicht möglich, das wirklich gut zu recyceln. Die Energie AG gibt an, Nachweise des Abnehmers geprüft zu haben. Zweifel gibt es aber nicht nur bei den Recyclingkapazitäten des Empfängers, sondern auch, ob der Müll aus Oberösterreich überhaupt recycelt werden konnte. Beim Abfall, der hier im Wald liegt, dürfte das vielfach kaum möglich sein. Beide Seiten wollen offenbar nichts mit dem Abfall zu tun haben. In der Stellungnahme der Energie AG steht weiter: Im Dezember 2019 erreichte die Energie AG Umweltservice ein Schreiben eines polnischen Anwalts mit der Aufforderung zur Rückholung des Materials. Am 5.6.2020 wurde die Gegendarstellung vom Anwalt der Energie AG Umweltservice an den polnischen Anwalt übermittelt. Auf die Gegendarstellung der Energie AG Umweltservice ist bis heute keine Reaktion des polnischen Anwalts erfolgt. Ob in diesem Fall das Vergehen beim Sender oder beim Empfänger liegt, können nur Behörden klären. Das Umweltministerium prüft. Wir werden natürlich mit dem polnischen Umweltinspektorat Kontakt aufnehmen und hinterfragen, zu welchem Zweck die Abfälle dorthin verbracht worden sind, beziehungsweise was für Genehmigungen die Empfängerin dieser Abfälle hat. Und werden Sie mit Kontakt zu der Firma auch aufnehmen, die da involviert ist? Natürlich. Wir werden anschauen, welche Abfallströme aktuell von dieser Firma weggehen und wohin die gehen. Beim Geschäft mit dem Müll haben Fälle in der Vergangenheit gezeigt, dass oft beide Seiten Bescheid wussten, sagt Piotr Bartschak. Manchmal macht man einfach einen Deal. Beide Seiten wissen genau, was gesendet wird. Aber es wird akzeptiert, weil mit diesem nutzlosen Müll auch viel Geld in die Kassen kommt. Das macht beide Seiten glücklich. Für die einen ist es billiger, den Müll so loszuwerden. Und die andere Seite bekommt das Geld und weiß, dass wenig kontrolliert wird. Von JDR war für den Report niemand erreichbar. Im Internet findet man weder Homepage, noch Telefonnummer, noch E-Mail-Adresse. Mehrfach haben Aktivisten versucht, den Müll im Wald vom Eigentümer des Grundstücks entfernen zu lassen. Das Grundstück hier bekommt am Papier jedes Mal einen neuen Besitzer. Immer dann, wenn die Behörde verlangt, den Müll fachgerecht zu entsorgen. Das macht dieses Grundstück hier auch so perfekt für eine illegale Deponie. Strafrechtlich dürfte der österreichische Müll in Polen wahrscheinlich folgenlos bleiben. Weil der Transport schon 2018 erfolgte, ist der Fall verjährt. Eine brisante Recherche von Yilmaz Gülü, mit der wir uns für heute verabschieden. Von uns allen hier danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich wieder nächsten Dienstag. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche.